Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein und etwas sehr Merkwürdiges ist mal wieder passiert. Und zwar diese Nachricht hier. Schaut euch das mal an. Frankreich schließt ein Militärbündnis mit dem russischen Zarenreich. Das kann ich mir nicht erklären. Was bedeutet das? Wieso geht das? Frankreich ist nämlich schon in einem Bündnis mit Italien und Italien ist ebenfalls eine Großmacht. Und normalerweise wissen wir ja eigentlich, zwei Großmachtsbündnisse kann es nicht, also drei, also ihr wisst schon, ein Land mit zwei anderen Großmächten, das geht nicht. Das geht nicht. Oder was ist hier mit Italien? Doch, die sind eindeutig verbündet mit Frankreich. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Es könnte natürlich sein, dass nach Ende dieses Krieges gegen Österreich dieses Bündnis aufgelöst wird. Das würde bedeuten, dass es natürlich Optionen für uns gäbe. Jetzt natürlich nicht. Insofern, vielleicht sollten wir uns die doch noch mal ein bisschen warm halten. Wir werden vielleicht doch mal Beziehungen verbessern, auch mit Italien. Aber es ist trotzdem, es bleibt für mich ein bisschen mysteriös, was hier los ist. Schornsteinfeger, das können wir. Das kennen wir schon. Es geht hier um Arbeitszeit. Und ja, wir sind durchaus für eine Begrenzung der Arbeitszeit. Wir sollten Gesetze verabschieden, um dies zu beenden. Wie gesagt, bei Sozialgesetzen sehe ich das ja ein bisschen anders. Als die Laissez-faire-Liberalen, als Konservative, sind wir durchaus für eine Einhegung des Marktes. Oh ja. Jetzt ist halt nur die Frage, was will Frankreich dort erreichen? Bisher immer nur noch die Weltgeltung und jetzt haben wir schon. Jetzt haben wir den Frieden. Weltgeltung von Österreich-Ungarn reduziert. Sehr schön, wir lassen mal ganz kurz weiterlaufen und gucken uns jetzt mal das neue Ranking an. Und wir sehen, Österreich-Ungarn ist damit jetzt noch weiter abgerutscht. Oh Mann, hier auf Platz 12. Wow. Gut. Trotzdem, das mit Italien ist merkwürdig. Es kann doch nicht sein, dass Frankreich hier zwei Großmachtsbündnisse hat. Aber vielleicht bekommen wir ja gleich die Nachricht, dass das Bündnis aufgelöst ist. Dann würde sich das erklären. Diese Tat. Ansonsten kann ich es mir wirklich nicht so richtig erklären. Wir werden noch einmal Beziehungen mit Holland verbessern. Bei minus 124 sind wir immer schon. Und Leute, tada, tada, tada. Unsere glorreichen Forscher haben die Quelle des Nils kartografiert und unserem großartigen Land dadurch viel Ruhm und Prestige beschert. Und tja, wir haben nicht locker gelassen, muss man einfach mal sagen. Im dritten Anlauf haben wir es geschafft. Ein glorreicher Tag für die Wissenschaft in unserer Nation. Und das gibt 115 Prestige. Das ist richtig viel. Boah, damit haben wir unseren Abstand beim Prestige noch weiter vergrößert. Krass, wirklich krass. Wahnsinn. Das sollten wir uns eigentlich mal hier angucken in der Statistik, in der Gesamtpunktzahl, wie es da jetzt eigentlich aussieht. Oh, und wir sind den Briten schon ziemlich auf den Fersen. Vor allem Industrie, da haben wir echt eine schwächere Industrie als Frankreich. Wundert mich. Wundert mich. Und das, obwohl wir laissez-faire haben und die Kapitalisten machen können, was sie wollen, ey. So, ich sehe gerade, wir haben hier übrigens noch Regimenter, die wir vielleicht hier noch dahin schicken, wo sie hingehören. Nämlich hier unten. Und ich bin auch noch am Überlegen, ob wir nicht die Gelegenheit nutzen. Halt, wir können hier was tun. Rebellen haben. Ja, da werden aber die Niederländer mit fertig. Das muss uns jetzt nicht nervös machen, glaube ich. Ja, die Rebellion sollte schnell beendet sein. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin am Überlegen, wir hätten das Potenzial, ein weiteres Korps zu etablieren. Also, wir hätten locker das Potenzial und ich denke, wir sollten es auch tun. Das ist unsere Zukunft, unsere Sicherheit, unsere Versicherung. Also ein achtes Korps muss her. Und wir werden es wie immer bauen aus sechs Linieninfanterie, einer Garde
Und ja, nehmen wir Dragoner oder Husare vielleicht sogar mal. Noch einen höheren Manöverwert. Aber die haben doch deutlich bessere Dragoner. Nehmen wir, wir bleiben bei dem guten alten Ding, den Dragonern. Ich glaube, wir hatten immer zwei, ne? Und dann, jetzt muss ich einfach nochmal mein Schema mir angucken. Ich habe es schon wieder vergessen. Dann hatten wir viermal Artillerie und einmal Pioniere. So sieht im Moment unser Schema F aus. 1, 2, 3, 4 und einmal Pionier. Das reimt sich sogar. Insofern muss das gut sein. So, jetzt geht natürlich unser Einnahmen erstmal ordentlich runter. Aber das ist nicht so tragisch. Was wir auch noch tun könnten, wir haben hier noch ein bisschen Potenzial für Schiffe. Wir könnten noch, ich glaube, 3 Handelszerstörer könnten wir tatsächlich auch noch bauen. Das sollten wir machen. Das sollten wir machen, bis wir dann irgendwann bald mal bessere Schiffe bauen können. Aber vor allem brauchen wir wirklich größere Häfen. Denn sonst können wir diese besseren Schiffe gar nicht aushalten, unterhalten. So, wie sieht es denn hier aus? Gibt es denn überhaupt... Oh, jetzt ist was passiert. Wir können Österreich-Ungarn Meinung steigern. Ne, hier Österreich-Ungarn Meinung steigern. Sehr gut. Akzeptieren, wir sind die erste Großmacht, die Herz... Nee, was ist denn hier? Die Russen sind schon herzlich? Oh. Oh, da müssen wir aber aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Aber wir sind auch bald in Belgien soweit. Wir sind auch bald in Belgien soweit. Die Franzosen sind schon wieder vertraut. Das werden wir direkt wieder ändern. Der knallharte Kampf hier. Holland ist hier Sphäre. Die Franzosen halten sich zurück. In Brasilien sind die Briten aktiv, aber ich glaube nicht, dass sie da noch was reißen werden. Aber wir lassen es mal laufen. Wir lassen es mal laufen. Okay. So, was haben wir hier? Schweiz, Frankreich gegen die Osmanen. So ein Kleinkrieg. Und wir haben wieder Januar. Wir sollten mal unseren Haushalt anpassen. Wir nehmen zu viel Geld ein. Die Liberalen mucksen so ein bisschen auf. Werden wir mal hier bei 2% runterdrehen. Ja, da kommen wir... Na, nee, ist mir zu viel. Komm, dann hier bei der Mittelschicht noch einen runter. Und bei der Oberschicht. So. Nationalismus, Imperialismus ist erforscht. Das ging jetzt aber doch schnell. Einen neuen nationalen Fokus, wollte ich sagen, haben wir bekommen. Den sollten wir auch gleich einsetzen. Und eine Entscheidung ist möglich. Tal der Könige. Das ist ja hochinteressant. Das Tal der Könige in Ägypten ist eine potenziell unerschöpfliche Quelle neuer archäologischer Entdeckungen. Wenn wir die ägyptische Regierung um ein Monopol auf Ausgrabungen im Tal der Könige bitten, können wir sicherstellen, dass wir anstatt einer anderen Großmacht diese fantastischen Entdeckungen machen. Ja, unbedingt, oder was? Sehr schön, das machen wir. Unser Prestige reicht völlig aus und wir haben Ausgrabungsrechte, werden wir beantragen. Das erhöht unsere Infamie ein bisschen, aber das ist jetzt auch egal. Sehr schön. Und Ägypten gewährt Ausgrabungsrechte. Das wird ja immer besser. Die Regierung Ägypten hat uns die exklusiven Rechte gewährt, Ausgrabungen im Tal der Könige durchzuführen und die uralten Ruinen zu untersuchen. Die potenziellen Entdeckungen dort stellen für uns eine fantastische Gelegenheit dar, unser wissenschaftliches Renommee zu steigern. Und das ist hervorragend. Wir bekommen bis zum Spielende plus 0,1 Prestige und unsere Beziehungen ändern sich zu Ägypten positiven Sinne. Hervorragend. Sehr schön. Meine Herren, was ist hier alles möglich? Irgendwas, ich wollte gerade irgendwas. Habe ich total vergessen. Ach ja, ich wollte Forschung. Das wollte ich. Ich wollte den Würfelbecher schwingen. Und mal sehen, ob wir kulturell weiter so voranschreiten. 16. Oh, Industrie. Mal wieder Industrie. Das können wir, denke ich, auch ganz gut gebrauchen. Ich denke mal, wir gehen in Richtung organische Chemie.
Ja, oder Eisenbahnstahl, das ist auch hammermäßig gut. Ich glaube, wir machen erstmal Eisenbahnstahl. Da könnt ihr gleich direkt weiterbauen. Oder? Ah, das ist beides, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Ne, lasst uns organische Chemie. Ich glaube, wir haben sind, kommen sowieso noch nicht hinterher mit der Eisenbahn. Insofern ist das doch sehr in Ordnung so. Okay, Holland wollen wir nochmal die Beziehung verbessern. Geht nicht. Ach, das ist ja auch Belgien. Was für ein Fauxpas. Und ich wurde ja schon mehrfach ermahnt, deswegen sage ich es nochmal richtig. Also mit den Niederlanden wollen wir mal die Beziehung verbessern. Und was haben wir hier? Rebellen sind in Spanien aufgetaucht. Vermutlich in den Kolonien. Das sollten sie doch mal selbst in den Griff bekommen, hoffe ich. Ach Mensch, wir hätten mal irgendwo Sammelpunkt einrichten sollen. Jetzt müssen wir die separiert irgendwo. Oh, ihr seht ihr, was hier los ist. Eisenbahnen werden gebaut. Ohne Ende. Überall. Vielleicht hätten wir doch mal Eisenbahnen als nächstes machen sollen. Das muss einen unglaublichen Push geben für unsere Ökonomie. Aber erstmal sehen wir die Möglichkeit hier. Ja, zur Sphäre hinzufügen, auch noch Belgien. Hervorragend. Sehr schön. Belgien ist jetzt auch Teil unserer Sphäre. Damit können wir, glaube ich, hier das auf einen Punkt reduzieren und uns voll auf Österreich-Ungarn konzentrieren, wo wir ein Konkurrent von Russland sind, die aber derzeit nicht viel tun. Also müssen wir, glaube ich, wenn wir jetzt volle Power gehen, auch keine große Angst haben. Das chemische Zellstoffverfahren haben wir entdeckt. Holz besteht aus Zellulosefasern, die mit einer Lignin genannten Substanz fest miteinander verbunden sind. Zur Umwandlung von Holz zu Zellstoff müssen die Fasern entweder über mechanische oder chemische Verfahren getrennt werden. Diese Technologie half dabei, den stetig wachsenden Papierbedarf der Druckindustrie des 19. Jahrhunderts zu stillen. Und die Papierproduktionsleistung steigt dadurch an, auf hervorragende Art und Weise. Tja, und ist es so, dass unsere Industrie boomt? An der Industriestärke, na doch, sie steigt so ein bisschen. Aber an den Steuereinnahmen sieht man es auch, die sind auch gestiegen, was hübsch ist. Was haben wir hier schon wieder? Rebellen. Oh. Oh, was ist denn da los, Mensch? Was haben die denn für Probleme? Warum haben wir keine Probleme und die so viel? Wir machen einfach. Wir ersticken einfach jeglichen liberalen Geist. Oder sagen wir, jegliche liberale Organisation im Keim. Das ist, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis. Warum sammle ich die jetzt eigentlich alle in Saarbrücken? Ist es ein Zeichen meines Unterbewusstseins, dass der nächste Krieg mal wieder gegen Frankreich gehen sollte? Oder dass ich das befürchte vielleicht? Bisher haben wir noch keinen einzigen Angriffskrieg geschlagen. Okay. Gut, hier stehen natürlich noch wieder überall neue. Ach ja. Aber die Holländer kriegen das auch Gott sei Dank hin. So, wir verlieren so ein bisschen über den Überblick, was jetzt die Österreich-Ungarn betrifft. Die Russen sind vertraut mit 25, wir herzlich mit 40. Ich weiß nicht. Müssen wir irgendwas einsetzen? Ich glaube nicht. Wir sind schnell genug, dass wir auch vertraut werden können. Schaffen wir das nicht schon bei 50? So, lasst uns hier die Armeen nochmal aussenden. Ich bin mal gespannt, ob wir im Tal der Könige wirklich was finden, ob da noch ein Folgeevent kommt. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Ach Gott, und in Brasilien, da gibt es jetzt auch Rebellen. Hier unten. Aber da können wir jetzt nicht helfen. Wir schicken dort nicht unser Expeditionskorps hin. Und wir haben ein Bündnisangebot von den USA. Die sind auch eine Großmacht. Wieso geht denn das? Was ist hier passiert? Ist das jetzt möglich? Ist das ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht möglich? Ab 1870? Kann das sein? Ich werde mal spaßenshalber mal bei Großbritannien vorbeigucken, Bündnis anbieten.
zu viele Großmachtbündnispartner. Bündnis anbieten? Sie werden akzeptieren. Ich verstehe es nicht, Leute. Wollen wir Bündnispartner der USA werden? Nein, das können wir als Konservative überhaupt nicht gutheißen. Dieser Hort des Liberalismus auf keinen Fall. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber trotzdem ein Zeichen dafür, dass es theoretisch möglich ist. Also wenn ihr Aufklärung habt, dann gebt mir Bescheid. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Frankreich? Ist es da noch so? Sind sie immer noch verbündet? Frankreich verbündet tatsächlich immer noch mit den Russen und den Italienern. Damit sind wir wieder in der berühmten Zwickmühle. Oh, Mensch. So, Österreich-Ungarn. Jetzt aber. Nee, was wollte ich mir angucken? Hier. Ich finde es nicht. Österreich-Ungarn. Jetzt werden wir auch vertraut. Jetzt sind wir gleichgezogen mit dem Zarenreich und müssen zusehen, dass wir deutlich schneller wachsen. Das ist jetzt das Entscheidende. Wir müssen als erstes 100 bekommen, bevor das Zarenreich 100 bekommt. Das Luxemburg-Patrimonium. Das Gebiet von Luxemburg steht schon seit einiger Zeit unter deutscher Kontrolle. Und nach vielen Jahren scheint es nun dazu gekommen zu sein, dass die Bürger diese Provinz, die deutsche Herrschaft, als einzig legitime Regierung ansehen. Diese Provinz gehört nun zum Patrimonium des deutschen Kaiserreiches. Ja, Kernprovinz in Luxemburg, hervorragend. Sehr schön. Was natürlich irgendwann nochmal ein Thema sein wird, ist hier Schleswig-Holstein. Das ist aber ein Problem hier in Famie. Das sollten wir zu einem guten Moment angehen, das Thema. Aber nun, ich habe die Frage gestellt und ich erhalte nun die Antwort. Ja, wir machen Entdeckungen im Tal der Könige. Der Fluch der Pharaonen. Wie es angefangen hat, wissen wir nicht. Aber eins ist sicher. Was einst lediglich ein Gerücht war, wird nun fest geglaubt. Das Gerücht, das sich von einer leichten Prise zu einem Sturm entwickelt hat, besagt, dass jeder, der die Gräber der Pharaonen im Tal der Könige stört, von einem Fluch befallen wird. Manche behaupten sogar, dass unsere Ausgrabungsexpedition den Fluch auf das ganze deutsche Kaiserreich bringen könnte. Natürlich ist dies nur ein hysterisches Gerücht, aber die Hysterie ist nicht von der Hand zu weisen. Was kommt als nächstes? Die Sichtung eines Kometen? Und alle im deutschen Kaiserreich erhalten eine Militanz. Wahnsinn. Wahnsinn. Das gab es ja wirklich. Da sind ja Leute, Forscher, Ausgräber, sagt man das so, Ausgrabende, die sind gestorben und da hat man so einen Fluch geglaubt. Offenbar waren das aber tatsächlich irgendwelche Bakterien, die sich dort angesammelt haben und die dann zu irgendwelchen Krankheiten geführt haben, die zum Tod führten. Interessante Geschichte. Ich glaube, da gab es so einen Film darüber, irgendwie so einen Hollywood-Streifen. Eine Schmonzette. Und das ist jetzt uns widerfahren. Nicht den Briten. Ich glaube, die Briten waren da sonst aktiv. Bin mir aber nicht so sicher. So, große Entdeckung, nationale Bruderschaft. Der Zusammenhalt von Nationen wird nicht immer durch Blutvergießen im Kampf mit anderen Nationen gebildet. Sie gründet auch auf der Überzeugung, dass die Bevölkerung einer territorialen Einheit wie Brüder sind, die gemeinsame Ziele, Bande und Symbole teilen. Die Entdeckung einer gemeinsamen Vergangenheit und kulturelle Übereinstimmung stellten sicher, dass sie auch im Angesicht externer Bedrohungen als eine Nation zusammenleben wollten. Pluralität steigt mal wieder an, aber auch die Kriegsermüdung sinkt. Sehr schön, prima. So, ein Blick nochmal hier. Rebellen sind da immer noch aktiv. Vielleicht auch in den Kolonien, ich weiß es nicht ganz. Und wir gucken einen wichtigen Blick auf Österreich-Ungarn. Wir kommen da doch nicht so toll voran. Sind die Osmanen schneller? Aber die Osmanen, ja, die sind erstmal neutral. Das ist nicht der Punkt. Das Problem sind die Russen. Das wäre natürlich super bitter, wenn die Russen uns zuvorkommen könnten. Zuvorkommen würden. Aber ich glaube, wir steigen schneller. Sie können aber, sie sind eher bei 50 und können eher hier Böses diplomatisch gegen uns unternehmen. Das wollen wir mal nicht hoffen. Insofern bleibt es sehr spannend. Wir machen mal wieder eine Pause. Logischerweise. Wir werden hier, das müssen wir noch umbenennen.
Das 8. Korps wird das und dann müssen wir auch einen neuen General für dieses neue Korps finden. Das aber alles in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.